Na, ihr Schlingel, wir haben noch ein paar Informationen für euch und zwar zu den neuen Sorten von Gönnergy, die ja ab heute für euch bei Rewe am Start sind und am 22. dann bei Kaufland. Ihr habt die Möglichkeit bei den neuen Sorten von Gönnergy, wenn ihr das Döschen aufmacht, egal bei welcher Sorte, habt ihr hier unten einen kleinen Code. Und über diesen Code könnt ihr auf der Seite, die jetzt gerade eingeblendet wird und wo ihr raufklicken könnt, den Code eingeben und für eure Lieblingssorte voten. Auch mehrfach bei den First Edition. Und die Sorte mit den meisten Stimmen hat eine Chance, entweder beim nächsten limitierten Drop oder sogar als feste Sorte im Sortiment am Start zu sein. Das heißt, wir wollen euch auch mit einbeziehen. Eure Stimme ist wichtig. Nehmt euch die Zeit und gebt die Codes auf der Seite ein. Vertraut mir, das kommt gefährlich. In dem Sinne, lasst ihn euch schmecken. Geschenk für Gönn. Wir gucken uns an die zwei besten Döner Deutschlands undercover. Bonn versus Korn Westheim von 2-1. 6-1-4 Holle. Jalla. Das ist ein neues Video aus Bonn. Ich muss immer noch drüber lachen, dass viele bis heute nicht wissen, was ich am Anfang sage. Und dann wird es auch ein Geheimnis bleiben. Also wir werden heute testen. Die aktuelle Nummer 1 im Deutschland-Ranking gegen die aktuelle Nummer 2 aus dem Deutschland-Ranking. Wir sind jetzt bei der Nummer 2, bei Sefferbeef. Da steckt auch eine lange Geschichte zwischen mir und Sefferbeef dahinter. Ich werde euch da noch aufklären zwischendrin für die, die vielleicht nicht alle Videos gesehen haben. Wir schnacken nicht lange. Ich habe Undercover-Agenten schon bei mir vom Hotel getroffen. Die kommen hier gleich her. Und ja, alles perfekt, alles gut gelaufen. Also pass auf, Leute. Wir nehmen doch einen anderen Undercover-Agenten. Wir haben gerade einen gefunden. Und die anderen Jungs, mit denen snack ich dann so einen Döner gleich da. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was ich haben möchte. Erstmal vielen Dank, dass du am Start bist. Gerne, ne? Gerne. Warte, ich sag dir gleich so, was wir haben wollen. Wichtig ist, dass er nicht eingepackt wird. Das ist schon mal ganz wichtig. Okay. Ich sag dir gleich, was wir draufnehmen. Ja? Okay, warte, ich gehe mal mein Handy holen. Wundert euch auch nicht, diesmal anders die Bestellung als sonst. Erkläre ich euch auch gleich nochmal, warum. Eisberg, Zwiebeln, Eisberg. Tomaten und dann haben die so eine Joghurtsoße. Entweder ist das Joghurt oder Tzatziki. Irgendwas ist das von beiden, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich habe dir auf dem Display gerotzt. Alles gut. Ist schon weg. Sehr gut. Und wichtig, vielleicht noch nicht zu viel Soße und nicht eingepackt. Digga, andere anrotzen immer so unangenehm. Direkt, ich warte hier dann gleich an der Ecke. Kein Problem, machen wir so. Och, geil, die. Vielen, vielen Dank, bis gleich, ne? Bester Mann. Also ich zeige euch erstmal jetzt, wo der Laden ist. Wir sind wirklich unmittelbar davor. Beziehungsweise, eventuell kommt jetzt auch einmal kurz ein Teil. Der hat nämlich angebaut, den Laden nebenan gemietet. Das haben wir noch nie gesehen, dann zeige ich euch erstmal den Teil jetzt, wie der Laden aussieht. Und dann sehen wir uns hier zum Undercover-Test. So machen wir das. Bis gleich. Da ist er, Laden vergrößert. Oh, guck mal den Oschi an. Da haben die jetzt einen riesen Spieß am Start. Boah. Welt. Guckt euch das mal an. Der ist jetzt in Bonn, richtig? Ist der in Bonn? Okay. Auch da heute? Ist auch da? Ah, perfekt. Das ist der gute Mann. Sieht auch sehr gemütlich aus, oder? Sehr schön eingerichtet, sehr hell, sehr gemütlich. Sieht nicht aus wie der typische Dönerladen. Habe ich vergessen. Musst du mir schriftlich mitteilen. Na, alles gut bei dir? Ja, alles gut. Danke, danke. Eine Überraschung. Ja, schönen Laden hast du ja, hier, Mann. Ich wollte deinen neuen Laden mal sehen hier. Ja, hast du richtig geil gemacht, Mann. Und riesen Spieß hast du jetzt. 100 Kilo ist er, ne? Gewesen bestimmt heute? Ungefähr. Ja, ne? Ja, ein bisschen weniger. Oh, stark, stark. Gute Kamera, Holger. Auf jeden Fall, der Fokus sitzt on point, Digga. Ja, war so ein geiler Laden, Mann. Ich werde den gleich nochmal ein bisschen abfilmen. Gehe ich gleich hinten nochmal rein. Ich habe heute nochmal bei dir Test gemacht. Undercover habe ich gemacht. Mann, heute? Ja. Heute Morgen? Ja, ja. Echt jetzt? Ja, ja. Und? Ich zeige jetzt erstmal den Laden. Ja. Dann sehen wir uns hier in dem Video. Dann nochmal bei dem Test. Wieder zurück am Start beim Undercover-Test. Jetzt müssen wir einmal hier ganz vorsichtig um die Ecke linsen. Da ist er. 50 Meter an der Ecke. Für alle, die sich manchmal fragen, wo sind die Läden überhaupt, die ich zeige, ich blende nicht immer das Google-Zeichen ein. In jedem Video ist aber der Laden in der Videobeschreibung, wenn ihr den sucht. Bei jedem meiner Videos ist der Laden verlinkt, beziehungsweise die Adresse reingeschrieben. So, wir holen nochmal meinen Ständer schon mal aus dem Auto. Für die, nochmal, die sich gefragt haben vorhin, warum bestellt er jetzt nicht wie immer mit Tomate und Zwiebel, liegt einfach daran, dass mein erster Test so war, dass ich genau diesen Döner bekommen habe und der einfach perfekt so abgestimmt hat. Es gibt ja nicht immer nur einen Weg nach Rom, sondern auch mehrere. Es ist Fakt, ein Döner muss mit und ohne Soßen gegessen werden können. Was ist denn mit all den Leuten, die nicht gern Soßen essen. Was ist mit der Qualität des Fleisches? Die Qualität generell vom Döner muss so gut sein, dass du keine Soßen brauchst, um die schlechte Qualität zu kaschieren. Er muss so stark sein, das Fleisch muss so saftig sein, dass du ihn ohne Soßen essen kannst. So kann dann auch jeder Kunde, der nicht gern Soßen isst, den Döner essen. Genau so ist es. Sonst kann es nicht der beste Döner sein. Und wenn wir diese Ausgangssituation haben, dann kann doch jeder auch... Habt ihr gehört?
mit Soßen essen. Soßen können ja auch sehr gut ein Upgrade darstellen. Es muss aber eben auch ohne Soßen gegessen werden können. So, und habt ihr gehört? Das ist immer das, was ich euch sage. Ein guter Döner braucht keine Soße. Die Soße ist das nette Topic, aber ein guter Döner muss Weltklasse schmecken ohne Soße. Und jetzt habt ihr es vom Essensexperten himself nochmal gehört. Oh, warte. Warte, Achtung. Ja, endlich wieder. Wie im Fall vom Harley, da ist der Döner ohne Soßen schon einer der besten in Deutschland. Aber mit den Soßen hast du noch das gewisse Upgrade. Das gibt nochmal einen Schwung Saftigkeit drauf und dann ist er halt eben nochmal ein kleines Stück perfekter. So, und jetzt gibt's Döner. Boah, da ist der Kollege. Moment, den filmen wir direkt wieder ab, den Döner einmal. Okay. Würde ich sagen, geht ihr mit mir, Chat? Also sieht unspektakulär aus, oder? Sieht erstmal ein bisschen Moistimeier aus. Oder anders formuliert, wir haben auf jeden Fall rein optisch gesehen schon deutlich bessere Döner gesehen. 8 Euro ist okay. Sieht schmackhaft aus, ne? Ja, ja. Hättest du auch einen holen können, ruhig. Nee, ich bin Bist du gerade? Scheiße, ja. Ist nicht besonders günstig, ist aber auch nicht überteuert. Ist Mittelding. Normaler Preis. Geil, die. Cool. Dann sage ich dir vielen Dank. Ne? Ja, ne? Vielen, vielen Dank. Und ja, dann, wer weiß. Ach, scheiß drauf, nimm. Hau rein, die. Da ist der Döner. Die Röstaromen sind da. Jetzt kommt direkt die liebliche Wärme vom Fleisch. Die habe ich vermisst. Diese Tiefe vom Fleisch hat eben komplett gefehlt. Es war gerade noch zu viel Salat. Jetzt kommt die Tiefe vom Fleisch rein. Jetzt kommt der Fleischgeschmack, ehrlich. Jetzt kam der schöne, tiefe Fleischgeschmack durch. So, schon mal Vorab-Analyse. Ich war ja schon oft bei Stefan. Mein Problem war immer das Brot. Er hat das Brot nicht ganz hinbekommen. Das Fleisch war immer Hammer. Hat auch ein, zwei Mal Schwankungen gehabt, aber in der Regel top. Das Brot war dem Restprodukt, dementsprechend dem Fleisch, aber nicht würdig. Das hat er hingekriegt. Außen knusprig, innen schön weich. Anfangs ein bisschen zu salatig und Fleischgeschmack hat gefehlt. Jetzt zum Ende. Haben einige auch in den Chat eben reingeschrieben. Guter Chat, Essenstester-Chat. Das ein bisschen zu viel Salat, rein optisch. Wo mehr Fleisch kommt, dementsprechend lag es einfach an der Menge des Fleisches im Verhältnis zu den anderen Zutaten. Jetzt kommt der Fleischgeschmack beim Ende. In dem Fall bei diesem Döner sind die Soßen halt auch so geil, weil die verändern den Geschmack nicht. Die geben einfach die gewisse Geschmeidigkeit und ein leichtes Upgrade logischerweise noch bei der Saftigkeit. Obwohl es ohne Soßen langt, aber so ist es dann ganz perfekt. Aber du merkst nicht nur die Soße, auch das Fleisch ist so unglaublich saftig. Das ganze Fett ist runtergelaufen. So, Gesamtbewertung kriegt ihr später von mir. Jetzt einmal kurz zum Döner noch. Fleischgeschmack kam mir zu spät. Bei 70% des Döners hat man den Fleischgeschmack noch nicht geschmeckt. War immer noch ein schlecht. Super klasse Döner und diese Wärme, die... Aber das ist etwas, was nicht sein kann. Der Fleischgeschmack darf nicht 70% verdeckt sein. Würde ich sagen, ist erstmal ein Minuspunkt. Wie das Fleisch einfach auch in der, sag ich mal, im geringen Verhältnis zum Döner ausgestrahlt hat, das war einfach Energie, die auf den Döner übertragen wurde. War super, da hast du die Quali gemerkt, aber zum Schluss hat ein bisschen gefehlt. Kräuternot hat mir auch gefehlt, das machen sie anscheinend nicht immer, nur wenn man mit Kamera kommt oder nachfragt. Wir sehen uns später auch nochmal mit dem Besitzer da, mit dem Harley, dann teile ich ihm die Bewertung mit. Und los! Korn Westheim, wir sind jetzt beim kürzlich entdeckten Korn Westheim Japrak-Döner. Ich habe diesmal endlich einen Undercover-Agenten mitgebracht. Das ist der gute Karumi. Und wundert euch nicht, viele schreiben immer, warum nimmst du nicht einen Kollegen mit? Das liegt daran, dass meine Kollegen arbeiten und keine Zeit haben, mit mir durch ganz Deutschland zu fahren. Die, wir brauchen jetzt, ich mach gar nicht lang Faxen. Wir holen direkt den Döner raus, du holst nur mit Zwiebeln, Tomaten, einfach auf die Hand. Und du musst mich, der ist direkt links um die Ecke die Treppe runter. Wenn der Döner macht und fast fertig ist, klingelst du mich an und ich komme schon in die Richtung, damit er nicht kalt wird. Und wir filmen direkt hier draußen. Okay, alles klar. Hast du alles? Alles, was du brauchst? Okay, perfekt, bis gleich, Dina. Also, Dina, ich überlege gerade, ich glaube, ich komme gleich in den Laden sogar rein. Ist da viel los? Kann man sich da hinsetzen? Ist schon viel los. Okay, bist du in der Schlange? Nee, ich habe nur ein Elektrogerät bekommen, aber die Leute waren so schon draußen. Okay, scheiße, weil so beschissenes Wetter hier ist. So, Freunde. Oh, White Peach. Sagt ehrlich, das Dosen aufmachen und das Trinken hat sich episch angehört mit dem Schall, oder? Mit dem Hall. Das habe ich ja sogar gefühlt.
Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob man draußen sich irgendwie platzieren kann zum Essen. Ich glaube, das wird Katastrophe. Ich glaube, ich muss reinkommen. Klingel mich mal an, wenn dein Ding bimmelt, okay? Mach ich. Okay, bis gleich, Brudi. Ciao, ciao. So, also kurz vor euch, vielleicht gehe ich auch gleich drinnen essen. Den Pullover im Übrigen, den Pullover, den er anhat. Bimmelt, okay? Mach ich. Okay, bis gleich, Brudi. Ciao, ciao. So, also den Pullover, den er anhat, den habe ich ihm sogar geschenkt. Vor etlicher Zeit. Das ist ein Marcello Bolon Kappa. Hier. Ich würde mich interessieren, was er noch kostet, Digga. 418 Euro. Mhm. Kurz vor euch, vielleicht gehe ich auch gleich drinnen essen. Wenn er den Döner fertig hat, gehe ich einfach rein, esse da, dann ist der Döner auf dem Tisch. Oh, das wird wild. Soll viel los sein, gerade 20 Minuten Wartezeit, gerade schon, um 13:30 Uhr. Ich bin auch immer stolz, ich habe auch mit ihm danach gesprochen. Die verkaufen mir jetzt, was war das, doppelt so viel schon oder noch mehr seit meinem Video, das ist krass. Ja, und jetzt gehe ich gleich rein und werde direkt testen. Boah, was ein Scheißwetter, Leute. Ich werde da jetzt direkt hin und ich werde auch rein müssen. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Jetzt wird gerade mein Döner belegt und ich werde rein. Das ist manchmal sehr unangenehm, weil unter Umständen Chefs oder so mithören. Deshalb mache ich das eigentlich gar nicht mehr. Aber hier draußen können wir, glaube ich, nicht essen. Ich sehe ja, keine das Chance. Wetter ist auch Mülltonne, ne? Oh, Scheiße. Ich krieg noch einen Anruf. Nadi, ist fertig? Ja, soll ich rauskommen? Ja, daneben ist ein Tunnel. Daneben ist ein Tunnel. Du kannst rauskommen. Auch korrekt, wir müssen. Warte. Ja, komm raus. Wir bleiben kurz da stehen. Volker, ich will auch dir noch so einmal hässlich, kurz ansagen. Die haben mich schon gesehen. Alles geht gut, wir machen einen Undercover-Test. Ich esse schnell Döner, bevor kalt wird. Hast du gut gemacht? Gute Einschätzung? Ja, ne? Perfekt. So, Leute, oha. Ja, ihr dürft es nicht vergessen, ne? Diese Kette, deswegen ist sie emotional ja auch bei mir so. Diese Kette habe ich ja auch geschenkt bekommen. Als Dankeschön dafür, dass ich auch einen Dönerladen in Berlin supportet habe, den Falafel. Holger, seine Aussage, hat halt extremes Gewicht, ne? Müsst ihr mal euch vorstellen. Einfach nur, weil Holger zu dir kommt und du deinen Job gut machst, verkaufst du in den Wochen darauf doppelte Menge. Doppelte Menge heißt ja nicht nur doppelte Menge, sondern doppelte Menge ist auch doppelte Menge bei deinem Geld. Das heißt, vorher hast du, sagen wir mal als Beispiel, 10.000 im Monat gemacht, auf einmal machst du 20.000. Berg von Brot. Seht ihr diese feinen Hügel, diese feine Handarbeit? Knusper von außen, leichtes Röstfeeling vom Brot alleine schon. Aber nicht zu dunkel. Perfekt von der Röstung. Leichte Süße sogar vom Brot, merke ich gerade. Wie unterschiedlich Zwiebeln sein können. Ich habe ja nur Tomatenzwiebeln immer drin. Ich habe gerade nicht lange her schon einen anderen Döner jetzt gerade gegessen, auch in der gleichen Kombi. Quali, Self, mit alles. Jede Zwiebel ist unterschiedlich. Alleine die Wahl von der Zwiebel, entscheidend. Ja. Aber eins, glaube ich, können wir uns alle drauf einigen. Rote Zwiebeln, ein Muss auf einem Döner. Rote Zwiebeln, ein Muss. Allgemein, rote Zwiebeln sind Gamechanger. Ich liebe rote Zwiebeln. Nee, Digi, Zwiebeln eklig. Kann ich nicht nachvollziehen, wie man Zwiebeln eklig finden kann. Aber jeder hat einen anderen Taste. Oh ja, auf Thunfischpizza. Oh, Bro, damals, als ich noch Fisch gegessen habe, eine gute Thunfischpizza immer mit roten Zwiebeln. Magst du Zwiebelbrot? Bro, ich könnte euch kein Gericht nennen, ganz unabhängig jetzt davon, dass ich kein Fleisch und kein Fisch esse. Ich könnte euch kein Gericht nennen, was ich nicht mag oder kein Lebensmittel, was ich nicht mag. Also jetzt außer jetzt beispielsweise so, wenn wir jetzt mal da so gehen, so Rinderzunge oder Fischaugen oder Schweineleber oder so. Wisst ihr, das finde ich alles extremst widerwärtig. Oder Champignons, Bro. Champignons sind Game Changer auf einem anderen Level. Wie kann man keine Champignons mögen, Bro? Champignons sind unfassbar geil. Spargel und Artischocken. Bro, Spargel ist unfassbar lecker mit Soße Hollandaise. Spargelmehl, ne, Digga. Spargel finde ich richtig geil, Digga. Rosenkohl, unfassbar lecker. Rosenkohl ist super. Rosenkohl abartig, Bro, Rosenkohl ist lecker. Naja, rote Beete finde ich auch lecker. Das meine ich. Ich finde eigentlich, es gibt super viel, also es gibt fast nichts, was ich nicht mag. Das Abartigste ist Brokkoli. Bro, du verpasst was. Brokkoli ist so unfassbar lecker. Gut zubereiteter Brokkoli mit Butter noch drüber und Mandeln, kleingeschnittene Mandelscheiben so mäßig, Mandel drüber. Boah, Brokkoli for the win, Digga. Brokkoli-Suppe. Wow. Und ja, mega gesund. Brokkoli ist unfassbar geil, Digga. Spinat ist köstlich, finde ich. Spinat ist unfassbar köstlich. Aber da seht ihr ja, ne? Jetzt auch, wenn ihr den Chat gerade verfolgt, wie viele unterschiedliche Geschmäcker haben, ne? So, wir gucken weiter, Chat, okay? Kohlrabi, super. Kohlrabi, lecker, Digga. Boah, ich habe ihn eben gar nicht abgefilmt, ich Idiot.
Ich habe einfach reingesnackt, aber egal, den Rest vom Döner müsst ihr euch dazu denken. Filmi, kannst du noch irgendwas dazu retuschieren? Heftiger Edit. Erst kommt die Röstung. Okay, also hier haben wir einen Unterschied von 50 Cent. 8,50 Euro der Döner in Bonn. 8 Euro finde ich im Verhältnis immer noch einen okay Preis. 8,50 finde ich jetzt nicht überteuert. Vielleicht ist es auch nur von der Optik her, aber ich fand, der 8 Euro Döner in Bonn sah in der Hand und vom Brot und vom Inhalt mehr aus als der. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine optische Täuschung. Überfährt, komplett Röstung rein. Noch nicht das, wo es eigentlich an die Substanz geht beim Fleisch, wo du eigentlich das Fleisch an sich schmeckst. Erstmal kommt die Röstung durch. Jetzt kommt der Fleischgeschmack. Teig vom Brot, das ist ja auch nicht über so. Also, dass du erst die Röstung hast, die deinen Mund auf... Bei mir in der Stadt gibt es Döner für 6 Euro. Ja, der wird aber auch nach Arschkotze schmecken, Bro. Der Döner für 6 Euro ist an irgendeiner Currywurst-Pommesbude, die auch Döner verkaufen, wo die ganzen Hiopais aus der Stadt abends ihr Astra-Bierchen trinken und am Automaten spielen. Also, ich würde mal behaupten, es gibt mit Sicherheit auch Döner, die für 6 Euro schmecken. Aber hier reden wir natürlich auch über die zwei besten Döner Deutschlands in Holger seinem Ranking. Und ich finde, im Verhältnis jetzt, ein Döner für unter 9 Euro, der auch noch so eine gute Qualität hat, vollkommen legitim. Ich finde, Döner über 10 Euro in Deutschland schon happig vom Preis, sehr happig vom Preis auf jeden Fall. Aber alles so unter 9 Euro für die Qualität, Bro. Ich verstehe auch, wo ihr herkommt, ist ja bei mir genauso. Wir kommen Großteil aus der Zeit, wo ein Döner 3,50 gekostet hat. Aber leider... Wisst ihr ja, damals war Cheeseburger auch 1 Euro. Jetzt kostet er 2,20 Euro. Oder 2,50 Euro sogar mittlerweile, ja. Ist ja überall anders. Ist ja oft einfach so einfach, dass du auch direkt den Fleischgeschmack hast. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Süße vom Brot, sehr wichtig und richtig. Noch kriegt mich das Fleisch nicht genug. Also noch kommt der Fleischgeschmack noch nicht genügend durch. Anfang war, wie gesagt, die Röstung. Jetzt müsste langsam das Fleisch kommen. Jetzt ist der Moment, wo ich sage, okay, jetzt muss das Fleisch kommen. Oben ist ja meistens dem Produkt geschuldet ein bisschen mehr Brot auch. Guck mal, ich zitter schon, weil mir so kalt ist. Im Ruhrpott gibt es 100.000 Dönerläden, deshalb bekommt man hier noch gute für 6 bis 7 Euro. Ich würde mich selber auch nicht als Gaumenschmaus-Spezialist bezeichnen, aber eine Sache kann ich sagen, die für einen Großteil von uns Menschen da draußen zählt. Das, was wir als gutes Essen empfinden, das, was du als guten Döner empfindest, ist in den meisten Fällen einfach nur schlechte Qualität oder mittlere Qualität, die durch Geschmacksverstärker etc. so gemacht wird, dass es uns schmeckt, künstlich. Aber ein Großteil von uns weiß gar nicht, und das auch nicht als Disrespekt, gar nicht, was gutes Essen ist, was gute Qualität ist. Die meisten von uns können gar nicht rausschmecken, was gutes Fleisch ist, gerade im Dönerbereich. Verstehst du? Das ist auch okay. Nein, ich habe mir immer noch keine Jacke geschafft zu kaufen. Meine krisselt hier zu doll am Mikro. Nein, ich bin kein kleines Kind und will nur mit... Und Holger kann es? Ja, Holger kann das. Hundertprozentig. Pullover raus, meine Jacke, die macht... Sound manchmal auf Döner konsistent. Wenn du unabhängig deiner Entscheidung, kein Fleisch mehr zu essen, ein Fleischgericht essen dürftest, welches wäre es? Also, sei ehrlich, ja, ich bin ehrlich. Ich sag euch ganz offen und ehrlich, mir fallen drei Gerichte ein. Das erste Gericht ist jetzt nicht speziell wo, das erste Gericht ist an für sich ein Döner. Ich sag euch ehrlich, ich vermisse einen geilen Döner. Ich habe jetzt knapp 2 Jahre kein Fleisch mehr gegessen. Ein Döner ist schon etwas, was ich mit als erstes essen würde oder essen wollen würde, wenn ich jetzt einmal wieder Fleisch essen könnte. An zweiter Stelle wäre eine klassische, geile Spaghetti Bolognese vom Lieblingsitaliener Mariso. Und das dritte Gericht, ich könnte mehr, viele Gerichte, aber auf jeden Fall, und vielleicht ist auch Nummer 1 in meinem Ranking, ich habe jetzt 3 Dinge einfach gesagt, ist bei meiner Oma Grünkohl mit Knackwurst. Kroketten. Keine Frikadellen? Nö, Frikadellen geht so, hält sich in Grenzen. Also ich liebe die Dinger, aber Grünkohl würde ich bevorzugen. Fleischgeschmack muss langsam kommen. Für die 1 muss der Fleischgeschmack langsam kommen. Wir müssen kurz reingehen. Ich glaube, das wird zu kalt. Ich muss mich doll auf den Döner konzentrieren.
Ich muss drin weiter essen, die Mist. Kann man sich doch 2-3 Mal im Jahr gönnen. Nee, Digi, das hat ja, ich will jetzt da nicht die Diskussion wieder aufmachen, Bro, aber das hat nichts damit zu tun, sich 2-3 Mal im Jahr zu gönnen, dass ich mich fleischfrei ernähre und Großteil auf tierische Produkte verzichte oder so gut es geht, hat nichts damit zu tun, dass ich mir sage, ich könnte mir 2-3 Mal im Jahr was gönnen. Das hat mit einer persönlichen Überzeugung zu tun. Ich möchte mir nicht 2-3 Mal im Jahr gönnen. Das möchte ich nicht, Digga. Du kannst es machen, jeder kann das machen, wie er möchte. Ich mache das persönlich für mich. Dementsprechend ist es für mich gar keine Option, das 2-3 Mal im Jahr sich gönnen. Und ihr wisst alle am Ende des Tages selber, wenn man sich 2-3 Mal im Jahr gönnt, gönnt man sich auf einmal 2-3 Mal im Monat, dann 2-3 Mal die Woche. Das ist ein Wille, ist eine Überzeugungssache, ist ein eiserner Wille und es fühlt sich für mich gut an. Ist zu kalt, ich will hier vorne in die Ecke. Scheiße, Jungs, ich brauche Ruhe erstmal, ich brauche Konzentration, wir gehen hier vorne hin. Scheiße, ist Toilette, Brudi. Oh nein, ey. Die Jungs sind mir zu laut jetzt, ich gehe mal eben an. Mach mir gleich die, ich esse kurz auf, dann komme ich, ja? Das ist ja komplett Katastrophe. Egal, wir essen hier mittendrin, ich stelle mich kurz hin, Brudi. Guten Hunger, Jungs. Ja, müssen wir so vorstellen, Leute. Ich stehe jetzt wie der letzte Ochse. Stehe ich hier und erstmal dünn, aber ich muss mich auf den Geschmack kurz konzentrieren. Ich schieße einfach die Augen und Gedanken, ich bin nicht woanders gerade. Sitzen kannst du besser. Oh, danke, Brudi. Das ist noch besser, Brudi. Kannst du hinsetzen. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Nö. Holle. Die haben 100% abgeliefert, was Menge angeht. Ich snack eben weiter und dann schnacken wir mit den Besitzern mal eben. Und da gebe ich dann Feedback. Nochmal für euch, weil damit wir es in diesem Video auch drin haben. Ich zeige euch nochmal eben kurz Dönerspieß, ein bisschen wie die schneiden und alles. Das ist der Herr des Hauses mit Papa oder Onkel? Das ist der Senior-Chef. Ah, Senior-Chef. So, jetzt seht ihr erstmal nochmal hier Döner und alles und ich gebe Jam schon mal kleines. Also eins muss ich sagen, das ist mir vorher in den Videos nicht aufgefallen, aber Holger muss unbedingt sich ein Stativ oder ähnliches holen. Die Kamera ist extrem unruhig und wackelt, oder? Kommt mir es heute nur so vor. Die Kamera für so einen Gimbal, ja, genau richtig, das wäre super. Aber dann kann er nicht die Kamera so schnell drehen, glaube ich, ne? Aber das nervt ein bisschen heute. Feedback nur, hat super geschmeckt. Undercover performt sehr viele nicht. Wir haben gerade wieder auch ein Video gehabt, da war ganz wenig Fleisch. Also der Döner war von der Menge fast noch mehr Fleisch, als wo ich mit Kamera da war, glaube ich. Ja, also habt ihr gut gemacht davon. Für euch, Leute, auch Undercover kriegt ihr hier alles genauso wie mit Kamera. Sehr gerne, sehr gerne. Restfeedback siehst du auch im Video. Das nehme ich gleich draußen auf. Da der wunderbare Spieß. Einmal Döner Teller Pommes bitte. Boah, Döner Teller mit Pommes, Digga. Das machst du dünn wie ein Blatt. Das ist 30 FPS nur? Oh, lol, ich kann hier sogar hohe Qualität. Jo, moin. Blatt Papier. Genau. Ja. Also manche, die es auch nicht wissen, der Junge... Aber es ist keine 60 FPS, oder? Mann, es hat auch einen Rekord, im Guinness-Buch der Rekorde, er hat Fleisch so dünn geschnitten, dass man durchgucken konnte. Wichtig ist, weil der Fleisch aufgemacht ist, auch 1 Millimeter, also circa 2 Millimeter, ja. Schon 1000 Fleischstücke. Ja, also bis zu 1000 Fleischscheiben sind da drin, ja? Genau. Glaubst du echt 1000 oder ist nicht übertrieben? Ich habe gezählt, also eine Kiste ist circa 200 Fleischstücke. Oh, genau. Krass. Kann ich ein Stück Fleisch einmal so probieren? Mit nein, klar. Ja? Dankeschön, Mann. Das sieht aber echt köstlich aus, der Spieß, Digga. Ganz starke Röstung. Ich muss noch einmal einen Döner sehen, wie er den belegt hier. Boah, mit Käse, Digga. Aber ich bleib dabei, viel mehr Dönerläden müssten noch Mais anbieten. Ich weiß, Mais ist normalerweise nicht auf dem Döner drauf, aber ich finde persönlich, ist so mein Taste, Mais auf einem Döner ist nochmal die Kirsche auf der Torte. Dieser süße Maisgeschmack mit dem Fleisch und oh, ich finde Mais auf einem Döner extrem sexy. Aber haben die meisten nicht, ne? Jam ist nächste Generation, ne? Genau, der war Koch gelernt. Deutsche Küche hast du sogar gemacht. Von Schnitzel zu Döner. Das sieht super aus.
zurzeit ist der Bestseller Holle-Döner. Ist so, ne? Und ich hoffe, sie holen ihn wieder. Wollen viele haben, ne? Ja. Aha. Geil. Bei dem guten Fleisch braucht man gar keine Soße. Braucht man nicht. Ich sage immer so, Leute, damit das nicht fehlinterpretiert wird. Eine Soße darf jederzeit ein Update darstellen. Das ist gar kein Problem. Es ist wie ein Steak und nein, nicht wie beim Ketchup. Aber ein Steak, es gibt geile Steak-Soßen. Die kriegst du auch im guten Steak-Restaurant. Aber macht eine Steak-Soße ein schlechtes Steak zum guten? Nein. Aber es kann ein Upgrade sein, wenn man es gerne mag. Und der eine mag so, der andere so. Und beide müssen zufriedengestellt werden. Und die Fleischqualität muss lang, dass du es auch ohne Soße essen kannst. Ganz wichtig. Wir sehen uns draußen, Leute, zur Bewertung. Eins wollte ich noch fragen. Ihr verkauft 2 von den dicken Spießen am Tag sogar jetzt. Inzwischen. Nein, das war in der ersten Woche, im ersten und zweiten Tag. Und jetzt aber ein bisschen mehr, ne? Okay, stark. Zur Bewertung zurück in Bonn. Ich wollte zum Fleisch noch mal eben kurz was sagen, bevor wir reingehen, weil ich das selber auch immer sehr interessant finde. Fleisch ist einfach einzigartig. Das hast du nirgendwo anders. Komplettes Alleinstellungsmerkmal. Erinnert so ein bisschen an so einen richtig geilen Eintopf von Mutti, wo das Fleisch rausgeholt wird. Also auch wirklich Tiefe drin im Fleisch. Trotzdem geschmeidige Wärme, Lieblichkeit. Und jetzt werden wir... Ich glaube, der zweite Döner hat besser performt. Seffer, die Bewertung sagen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so übers Herz bringe. Ah, ja, wir gehen gleich rein. Der sieht aber unfassbar schön aus, der Laden, Digga. Boah, ist das ein Riesenspieß, Digga. Habe ich da gerade Mais gesehen? Ja, die haben Mais. Gute Jungs. Super. Also dein Döner ist einfach, gehört zu den besten Dönern in Deutschland, das ist klar. Ein super heftiges Produkt. Auch den Fleischgeschmack, den ich heute hatte, so intensiv hatte ich ihn vorher bei dir noch nicht. Ja. Also wirklich spitze. Man muss immer sehen, wenn Döner undercover rauskommt, bei der Schlange, guckt euch das mal an, kann immer leichte Unterschiede kommen. Ich habe dir heute 9,1 Punkte gegeben. Ach so, okay. 9,1 Punkte, also sehr, sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Also wie immer top abgeliefert. Dankeschön. Ja. Sehr gerne. So Leute, wir sehen uns jetzt. 9,1. Was hatte der vorher nochmal? Könnt ihr euch noch dran erinnern? 9,2. Okay. In Stuttgart bzw. Kornwestheim zur Endbewertung zum Gewinner. Ich glaube, der zweite hat besser abgeliefert trotzdem. Du aber auch nochmal sagen, unterschätzt es nicht. Da sind so viele Leute, die kommen nach und nach. Die Arbeiter machen am Fließband. Ich habe jetzt keine Statistik. Ohne jetzt nachzuhören, würde ich sagen, 70% der Leute, die Undercover-Test bekommen, fliegen raus aus dem Ranking. Er hat es trotzdem gerissen. Der Döner war super, er war heftig. Einer der besten Döner Deutschlands. Ihr seht jetzt den Teil dort. Kaumi, danke erstmal für das Undercover rausholen. Das war eine Action, ja, da noch da reingehen. Also ich versuche jetzt direkt frei raus einfach loszureden. Pass auf, es war so. Der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss das Fleisch langsam kommen, ist der Moment, wo ich auch bis zum Schluss drauf gewartet habe. Bei diesem Döner. Also ich muss den in Schutz nehmen und verteidigen. Niemand, der mein letztes Video gesehen hat oder dieses, soll jetzt den Gedanken haben, ich gehe nicht hin. Nur weil es diesmal ein bisschen schlechter war. Bei dem Laden ist es auch so, und das ist ganz wichtig, der nimmt manchmal Jungbullenfleisch, manchmal Ferse, es ist immer unterschiedlich. Und das hat zur Folge, dass das Fleisch manchmal intensiver oder weniger intensiv ist. Das führte auch bei diesem Döner dazu, dass es diesmal nicht ganz so intensiv war. Ich habe bis zum Schluss gewartet, dass es intensiver wurde. Und der Moment, wo es Boom gemacht hat und das Fleisch reinkam, der kam nicht. Nichtsdestotrotz war es heftig. Aber mehr als 9 Punkte kann ich dieses Mal nicht geben. Wir haben Sieger des Videos. Es ist Seffer Beef aus Bonn. Grüße gehen raus an den Bruder. Ich sag Kuss an alle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Okay, ja, gutes Video. Clap in den Chat für Ehrenbruder Holger, der wieder extremst unterwegs war.